Yo, Gift und Galle, der Podcast für harte Kerle und harte Kerlinnen. Wir quatschen rund um Metal, Mosch und Geballer. Da kannst du ganz viel wegschneiden vorne. Ich habe tatsächlich, jetzt gerade habe ich es erst gestartet. Naja, also jetzt gerade läuft die Aufnahme. Ich gehe davon aus, ihr stimmt dem Ganzen zu, weil Skype sagt immer, man muss das allen, alle müssen zustimmen. Und ja. Dann machen wir das mal für die offiziellen Richtlinien. Ja. Vielen Dank. So, ja, herzlich willkommen bei uns. Ich muss sagen, ich freue mich ja tatsächlich sogar ein bisschen, dass Chris Schwiegermutter heute 60 wird. Also an der Stelle erstmal alles Gute an die Schwiegermama und ja, hoffentlich habt ihr eine schöne Feier. Und ich darf zumindest einen Teil bei uns heute von der wunderbaren Band Atomwinter begrüßen. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, ihr stellt euch vielleicht einmal einfach ganz kurz vor. Ja, es wird wahrscheinlich nicht mehr so viele Leute aus der Szene kennen, sage ich mal, die vielleicht sagen, habe ich noch nie gehört, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, deswegen stellt euch gerne mal vor und dann erzähle ich gleich mal kurz, wie ich kurioserweise auf euch gestoßen bin. Ah ja, cool, ja. Ich sage erstmal, ich fange mal an, ich mache immer den Vortoner auch auf der Bühne, deswegen fange ich jetzt einfach mal an. Florian, Sänger von Atomwinter, und diese ganze Bandhistorie und so ein bisschen was, das kann Martin erzählen, denn ich bin ja erst seit 2,5 Jahren dabei. Ja, ich war nämlich auch gerade ein bisschen verwundert, weil ich nämlich auch ein ganz anderes Video im Kopf habe und musste jetzt gerade sagen, so der Sänger. Also zumindest, ich habe jetzt gesagt, okay, Moment, Florian, hä, Moment. Weil der offensichtlich der ehemalige Sänger hat mich so ein bisschen an den Sänger von Devil Driver erinnert. So, mir haben jetzt gerade so ein bisschen die ganzen Piercings im Gesicht. Ich so, okay, aber vielleicht hat sich ja so eine nachträgliche Unverträglichkeit herausgestellt oder so. Okay, ja, aber hallo Florian. Ja, hi, ja. Können wir ja nachher nochmal drüber quatschen, wie das kam und hin und her. Aber jetzt kann der Martin erstmal was sagen. Genau. Also ich heiße Martin, ich bin Basser bei Atomwinter und ständiges Mitglied seit dem Beginn der Kombo. Ja, das ist, wollte ich gerade sagen, euch gibt es ja nicht erst seit gestern. Man kann ja schon fast, sage ich mal, von alten Hasen sprechen, zumindest was das, was die Bandgeschichte angeht. Witzigerweise kenne ich euch auch schon sehr, sehr lange, habe aber immer, also gerade am Anfang hat mir ein Kumpel immer erzählt, Atomwinter, hört der Atomwinter an. Und ich so, Atomwinter, boah, ich muss dazu sagen, bis vor ein paar Jahren hatte ich mit Black Metal gar nichts am Hut und hatte immer, ich weiß nicht, warum so eine Assoziation zum Black Metal, wenn ich den Namen gehört habe. Aber das liegt wahrscheinlich im ersten Moment daran, weil viele Death Metal Bands halten mehr so irgendwas mit Bloody Flash so in die Richtung gehen und Atomwinter jetzt kein typischer Death Metal Name ist. Zumal ich auch auch das Band Logo auch könnte man halt auch so ein bisschen im Black Metal vermuten. Ja. Ja, das. Und deswegen habe ich auch schon mal. Ich habe gesagt, ja, höre ich mir halt an so, ne, aber, und dann habe ich gedacht, nee, boah, aber Black Metal. Und dann habe ich irgendwann vor, ja, ist auch schon ein paar Jahre, ja, so 18 Jahre muss es ja gewesen sein, in einem Laden, Purify the Spawn gehört. So. Mhm. Und habe dann ganz plump erstmal gedacht, oh ja, hat irgendwie, ich so, boah, das geht ja voll so, Grave Dismember, so die Ecke, ne, also sehr, sehr, sehr oldschooliger Sound. Und den DJ gefragt, ich so, hey, ich so, dat, man hat das Gefühl, man kennt sich, aber mir sagt der Song überhaupt nichts. Und er so, ja, ist Atomwinter. Ich so, nee, niemals. Und er so, hier. Ich so, hör auf, ey. Ja, und so kann man sich täuschen. Also, so bin ich dann, habe ich dann, Gott sei Dank dann, wie sagt man, lieber spät als nie, habe mich dann tatsächlich gewundert, so, boah, krass, Junge, warum so, ne, und dann, war ich sehr, wie sagt man, sehr eng, nicht engstirnig, aber ich habe halt gesagt, so, nee, ich habe Black Metal irgendwie nie eine Chance gegeben, weil mir das immer zu krass war,
Also weil mir einfach dieser Melodie-Part gefehlt hat. Und aber irgendwann hat es halt Klick gemacht und dann habe ich mich irgendwann auch so in den Black Metal mit verliebt, sagen wir mal so. Aber das war so der Hauptgrund, warum ich am Anfang so eine Scheu hatte, da erst reinzuhören. Ich dachte, ja, das ist Black Metal, finde ich wahrscheinlich eh kacke. So, und dann habe ich halt den Song gehört und dann natürlich alles seitdem aufgesungen, Junge, unfassbar. Du bist ja witzigerweise nicht der Einzige, dem das so gegangen ist. Ich habe das schon öfter gehört, dass Leute gesagt haben, also das vom Logo her müsste das ja Black Metal sein und eigentlich haben sich dann auch wirklich gewundert, dass es das nicht ist. Ja, jetzt auch vom Namen her, ne? Der Name ist natürlich klar, ne? In Deutschland gibt es relativ viele, ich sag mal, deutsch genannte Black Metal Bands, ja, der Weg einer Freiheit etc. Biber Bohr hast du nicht gesehen. Ja? Mhm. Und deswegen jetzt natürlich Atomwinter ist jetzt nicht so der klassische Death Metal Name eigentlich, das stimmt. Genau, aber es ist auf der anderen Seite ja wieder, sag ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, zumal Atomwinter, wie ich schon sagt, also ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht viele Death Metal Bands, die tatsächlich einen deutschen Namen haben. Also boah. Kanonenfieber, da geht's ja jetzt gerade los, ne? Also da. Naja, ja, gut, stimmt. Das, ja, mit den Jungs hat Chris auch schon Kontakt. Das ist ja auch, also da muss man ja auch sagen, die nehmen, also bei euch aber auch, ja. Ihr nehmt überhaupt gar keine Gefangenen. Na, also das ist das kann man als Kompliment verstehen. Ja, weil man liest in vielen Reviews, werdet ihr oft verglichen mit, was jetzt glaube ich aber nicht der schlechteste Vergleich ist, sei es jetzt Bolthrower, sei es jetzt Asphyx. Ich glaube, wenn man in einer Reihe mit solchen Bands genannt wird, dann ist das ja erstmal in einem positiven Kontext zu verstehen. Ja, ich finde aber trotz alledem, ich glaube, also vielleicht, wenn ich es richtig rauskriege, habt ihr auch viel HM2 mit drin, ne? Ja, technisch gesehen ja. Da ist eine Menge, also da ist im Gitarrensound von Benny ist HM2 mit drin, aber halt nur mit drin. Das ist genau, nicht das kein reiner HM2-Sound, das stimmt schon, ja. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil wir hatten ja auch die Jungs von Denomination dabei, der Dirk, der sagt ja auch, HM2 ist, da kannst du nicht viel verkehrt machen, anschließend alles hochballern und dann gib ihm. aber so haben ja tatsächlich auch, ich sag mal, Entombed oder so, die haben es ja auch früher nicht anders gemacht. Ja. Und das finde ich halt ganz interessant, dass das war so der erste Punkt, wo ich gehört habe, wo man so natürlich auch direkt in diese Richtung denkt, in dieses, sag ich mal, diesen Schwedentod, auch jetzt, sei es jetzt diesmal mal Grave, weil die halt auch, ne, diesen Sound, sag ich mal, mitgeprägt haben oder wenn nicht sogar mit erfunden haben. Aber dann kommen halt auch wieder Parts, was du jetzt gerade angesprochen hast, die das tatsächlich, die jetzt nicht nur auf diesem Sound sich berufen, sondern halt viel unterschiedlicher zumindest. Ja, also ich sag mal so, von meiner Erfahrung her, ja, es ist ja so, wenn du ein Review liest, du hörst jetzt nichts, sondern du liest ein Review, dann schreiben Schreiberlinge gerne irgendeinen Vergleich, damit der Leser es in irgendeine Richtung einordnen kann. So, ja, und da kann er natürlich bei uns nicht Iron Maiden schreiben, weil so klingen wir halt nun mal nicht. Also nimmt er was in die Richtung geht, dass dann große Namen kommen, wie du schon sagtest, Bowthrower, Asphyx wurden, glaube ich, schon 10 Jahre lang, ich glaube, Martin kann schon kaum noch hören, wobei das nicht schlimm ist. Also wir haben mit Asphyx schon gespielt, wir mögen Asphyx, die Mucke, aber es ist halt so, wenn du 15 Jahre lang immer mit denen verglichen wirst, so, ja, das ist ein Einfluss, aber nicht der Einfluss. Ne? Also es ist halt ganz, ganz viel. Ne? Kann ich auch voll nachvollziehen, dass das einem auf die Eier geht irgendwann. Ich sage es auch, ich werde da schon ein bisschen für belächelt von meinen Leuten, wenn ich immer sage, ich will euch nicht vergleichen, aber, und dann passiert Folgendes, ich vergleiche die Band genau mit irgendwelchen. Ja, aber für mich funktioniert das immer, ich bin natürlich kein Journalist, das heißt, ich kann das nicht aus irgendeinem gewissen Gesichtspunkt sehen, ja,
Und wie du schon sagst, die nehmen das einfach, damit der Leser weiß, ah, okay, so klingen die. Es steht ja auch ganz oft bei, für Fans von bla 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 bla. Und klar, wenn da stehen würde, weiß ich nicht, AC/DC und Rose Tattoo, dann würden die Leute wahrscheinlich, wenn die Death Metal hören, da gar nicht erst sich ranwagen. Für mich selber ist das immer einfacher, ich muss eine Band immer irgendwo einsortieren. Hm. Ja. Und ist ja vollkommen okay. Also irgendwie muss das Kind erstmal einen Namen kriegen und dann läuft das schon. Also ja. wie du schon gesagt hast, der Vergleich ist jetzt nicht, der ist ja eher schmeichelhaft. Also man kann auch mit schlimmeren Leuten verglichen werden und was weniger trifft. Und daher, also wir können da gut mit leben. ja, also ich sag mal, es fängt ja schon da schon mal an bei dem Namen. Dass das euch schon mal komplett abgrenzt. Ja, also was heißt abgrenzt, jetzt nicht von der Szene, aber einfach, das ist schon mal so, würdet ihr jetzt, ja, weiß ich nicht, wie gesagt, es gibt ja ganz, ganz viele Bands, aber was im Death Metal einfach ist, wenn du dich im Death Metal bewegst, kannst du ja halt auch nicht Grüne Heide Donnerkuppel heißen. So, dann, es sei denn, du bist Knorkator oder so, dann wird es wahrscheinlich wieder Sinn ergeben. Okay, aber euch gibt es jetzt seit 13 Jahren, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2010 ging das Ganze los. 2010 ging es los, genau. Ja. Ich, wenn ich es aber richtig recherchiert habe, kommen alle Bandmitglieder schon aus vorherigen Bands. Das heißt, das war jetzt nicht irgendwie so eine Start, sondern alle haben da schon so einen musikalischen Background und wahrscheinlich auch viele halt aus dem Death Metal. Ja, also damals ist es so gewesen, dass alle haben irgendwo gespielt. Das war, glaube ich, damals, der Rest möge es mir verzeihen, eigentlich so ein Projekt von Benny und Christopher, dem allerersten Sänger. Und die hatten noch einen Schlagzeuger dazu und haben dann angefangen, die Sachen mal aufzunehmen. Und irgendwie haben alle Leute gesagt, also wenn er das rausbringt, das müsst ihr irgendwie auch live spielen. Das ist irgendwie gut und cool, das muss irgendwie unter die Leute. Und dann hat sich, ich wollte jetzt nicht die ganze Gründungsgeschichte da nochmal aufrollen, aber es gab dann am Anfang zwei Gitarristen. Ich habe als Basser angefangen und das hat sich dann im Laufe der Jahre eigentlich so gefestigt. Es gab so ein paar Wechsel, Schlagzeuge haben wir, hat sich dann nochmal gewechselt auf den jetzigen Schwabbel und ein Gitarrist ist gegangen und so vier Leute war ein gutes Package, mit dem man gut arbeiten konnte. Der Sound war irgendwie nicht dünner dadurch, also weil die zweite Gitarre gefehlt hat. Und dann haben wir damit einfach weitergemacht. Ja, es war okay, war das von vornherein solide Geschichte. War von vornherein klar, dass es Death Metal wird oder war das so ein, wir machen jetzt Mucke und gucken, wo es hingeht? Nee, also als ich dazugekommen bin, war damals schon die erste, glaube ich, ersten fünf Lieder gab es oder schon mehr und das war Death Metal, ganz klar. Okay. Wollten alle machen und war dann auch irgendwie das, was wo es bei geblieben ist. Also ich kann zum Beispiel mit Black Metal auch nichts anfangen und habe vorher in Bands gespielt, wo es halt so ein bisschen technischer war. Aber fand das eigentlich super, dass man eigentlich die Sache vereinfacht hat, so ein bisschen aufs Wesentliche runtergebrochen hat und das dann dadurch einfach mehr nach vorne ging. Na, also ich hatte vorher Bands, da hast du halt 27 Teile, 28 Teile pro Lied gehabt und alle haben danach gesagt, kannst ja toll dein Instrument spielen, aber es war halt... Ja, 28 Tempowechsel, aber an den Song kann sich keiner erinnern, so nach dem Motto wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Ja. Und ich fand es total erfrischend, dass das da irgendwie anders gehandhabt wurde. Also einfacher, strukturiert und auf die 12 auf und die Fresse, voran. Ja. Also es musste irgendwie keiner mehr beweisen, dass er irgendwie spielen kann, weil das... Ja, ich meine, also das ist ja, was ja auch dafür, sage ich mal, für sich spricht, ist, ihr wart ja auch mit der ersten, mit dem ersten richtigen Album. Das war ja, hieß glaube ich Atomic Death Metal, wart ihr auch direkt im Rockhard auf Platz 1 irgendwie als Demo des Monats. Das heißt, da hattet ihr wahrscheinlich noch gar keinen Plattendeal. Ne? Das war wahrscheinlich alles noch so in Eigenregie oder war das schon mit einem
mit einem Label zusammen. Oh, das war, glaube ich, genau damals die Zeit, wo das mit Rollzorn angefangen hat. Ich meine, es war am Anfang mal, wir hatten es erstmal ohne versucht und da ist es irgendwie, hat es nicht so viel Beachtung gefunden und dann hat man einfach gesehen, wenn Label dahinter steckt, dass das ganz anders angenommen wird und dann auch irgendwie ankommt. Okay. Dann, ja. Ja, also ich glaube, es gibt schon einen schlechteren Einstieg, ne? Das, also, ne, wenn gerade, sag ich mal so, und da waren beide Zeitschriften, ich weiß nicht gar nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, damals war der Rockhard ja auch das Magazin, also so mittlerweile. Ich glaube, so viel gab es da, glaube ich, nicht Vergleichbares. Nee, das stimmt. Ja, ja, was hört ihr selber für Bands? Also du hast jetzt, Martin hat gerade schon gesagt, Black Metal kann er halt auch nicht viel anfangen. Hört ihr selber auch, sag ich mal, also ich gehe mal davon aus, jeder Metaller hört ja auch irgendwie Maiden oder so. Also deswegen würde ich die jetzt nicht ausschließen, aber gibt es auch so Genres, wo ihr sagt, so, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf? Ja, also müsst ihr jetzt erst hören, was wir hören oder was wir lieber nicht hören? Okay, ich stelle zwei Fragen in einer. Also erst, was hört ihr selber und dann, welche Bands findet ihr richtig scheiße? Also richtig scheiße würde ich jetzt keinen nennen. Also ich kann mit diesem Brutal Sachen nicht so viel anfangen. Vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Also es muss so ein bisschen Melodie damit bei sein. Und also es muss nicht die ganze Zeit irgendwie. Also muss auch schon noch ein bisschen, genau, es muss schon noch so ein bisschen, ich komme von den Motorhead-Sachen, höre hier Kadaver gerne und so eine Lick, finde ich, ist eine große Nummer und so in diese Richtung Paradise Lost höre ich auch gerne und also das ist so ein bisschen nicht so eingefahren in irgendein Genre, aber so wenn es dann ganz grob wird, das muss ich jetzt nicht mehr haben. Das war früher mal, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Okay. Boah, ich weiß, wir hatten uns letztes Jahr so auf Paradise Lost gefreut. Die haben ja auf dem Nord, wir kommen hier aus dem Ruhrgebiet und da haben die auf dem Nord Open Air immer so ein Umsonst- und Draußen-Festival haben die gespielt. Mhm. Und alle waren todesenttäuscht. Echt? Also gerade, weil die ja mit dem neuen Album und wieder so ein bisschen Back to the Roots und wieder so ein bisschen mehr in diesen ja fast schon Death Metal-Einschlag gegangen sind und dann ist der Sänger, aber also der hat wohl ganz, ganz schlimm gesungen. Ich habe selber nur halb mitbekommen, aber alle haben gesagt, boah, nee. Ja, die waren ja dieses Jahr, waren sie ja fürs In Flammen eigentlich. Nee, Quatsch, Entschuldigung, letztes Jahr sollten sie ja auch In Flammen Headliner sein. Und der Greg McIntosh hatte seine Sitzweit-Band Strigoi. War auch noch da. Ich hatte mich auch super gefreut, dass man die so nach langer Zeit mal wieder hört und die waren dann einer der Kandidaten, die wegen Corona ausgefallen sind. Oh, dann war er halt mit seiner Zweitband da oder ich weiß nicht, wie viele Projekte der hat und das war auch cool. Er singt da ja, aber es ist natürlich irgendwie, war schon ein bisschen Sackgang irgendwie, dass das halt nicht stattgefunden hat. Ja, ja gut, aber ne, Corona hat halt... Kann man nichts machen, aber hat, war echt... jeden weggefickt, leider Gottes. Stimmt. Also ich habe Paradise Lost das letzte Mal gesehen auf dem Gras-Pop-Metal-Meeting in 2018. Ja. Im großen Zelt und die haben alles kaputt gemacht. Das war ein mega geiler Auftritt. Aber ist 5 Jahre her, scheiße. Man, ja gut, ja. Kann natürlich sagen, also vielleicht haben sie auch einfach einen schlechten Abend gehabt. Also das passiert ja den Besten, ja. Ich muss selber sagen, ich selber bin jetzt nicht so der Riesenfan. Also ich fand, die Icon fand ich so richtig, richtig geil. Aber die ist ja auch schon, ich glaube, von 96 oder so. Und deswegen kann ich da jetzt nicht so viel sagen, nur alle haben gesagt, so, boah, nee, das ging gar nicht. Aber das Problem war aber auch, dass die Bands vorher die gespielt haben. Ne? Das haben Death Angel, Knife, ich weiß nicht, ob euch Knife werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, ja, und die haben halt, die ohne jetzt irgendwie respektlos Paradise Lost gegenüber zu sein, aber Knife hätten ein Headliner sein müssen. Also was die da
was die da weggeballert haben, war ja, das ging, ey, das Junge, habe ich noch nie erlebt, ey. Ja, ja gut, also es ist ja eine junge Band, ne? Die Knife-Jungs sind ja eine junge Band, von daher, die müssen erst nochmal, also eine junge Band in Anführungszeichen. Ja, aber, ja, jetzt vergleiche ich mit Paradise Lost. Ja, klar. Florian, ja, was hörst du denn so? Und was nicht? Prinzipiell gibt es, sobald es was Selbstgemachtes ist und ein bisschen, ich sag mal, harte Gitarren hat, bin ich nicht eingeschränkt auf dem Genre. Also meine für immer und ewig Lieblingsband werden AC/DC sein und bleiben, das ist so. Aber da hört es ja nicht auf. Also ich bin da nicht so Genre eingeengt. Also entweder finde ich was geil oder nicht. Was ich nur sagen kann, ist, was ich nicht mag, so ähnlich wie bei Martin auch, ist das Thema, sobald es in den Grindcore reingeht, da gucke ich mir sowas mal ganz gerne live an. Aber da sind auch Napalm Death das Maß aller Dinge, weil sie die Erfinder des Ganzen sind und die sind halt einfach geil. Ja. Aber ansonsten kann ich damit weniger anfangen. Naja, und ich persönlich kann nicht so richtig was anfangen mit diesem New Metal, der damals mal Anfang der 2000er rauskam und dieser Metalcore. Das ist nicht so meins. Und ansonsten ist es mir aber egal. Hauptsache, gefällt mir. Ja. Hauptsache Shepard, ja, okay. Ja, bei mir ist es tatsächlich auch das Einzige, wo ich mich halt schwer mit tue, ist mit Jazz. Wobei, ich glaube, wenn man selber viel Musik macht, dann ist das, glaube ich, kann man das aus einem ganz anderen Blickwinkel hören, weil es einfach, weil musikalisch ja auch absolut gut ist. Also ne, gerade, ich glaube, im Jazz, wenn du im Jazz vernünftig Schlagzeug spielen kannst, dann kannst du alles spielen. Ja, weil da hast du ja dann fast schon 30 oder 35 Tempowechsel pro Minute. Das ist was, wo ich musikalisch nichts mit anfangen kann. Ja, und Grindcore finde ich halt auch, boah. Also ich mag zum Beispiel Brutal Death Metal, so aller, weiß ich nicht, was gibt's da? Benighted zum Beispiel. Oder, ja, Corpse zum Beispiel. Guck, mit Corpse kann ich nichts anfangen, nicht so viel. Ja, auch wenn da alle, oh, das sind die Götter, ja, für mich nicht. Aber Grindcore ist für mich halt auch, ja, so, wo halt nichts mehr bei rumkommt bei mir, weil es muss, irgendwo muss schon so eine Struktur oder zumindest ein bisschen Melodie, da muss so eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Catchiness, boah, was ein komisches Wort sein. Aber mich du hast, damit hast du genau recht und das trifft auf mich auch zu, genau das trifft auf mich auch zu. Also es kann ja brutal sein, aber es muss irgendwie zu greifen sein, genau. Ja, es muss mich abholen. Ne? Also es gibt das zum Beispiel, ich habe mich da letztens mit einem Kumpel, der hat, die fahren jetzt oder die, nee, jetzt, ich glaube nächste Woche ist Korps irgendwie in Bremen da die Ecke unterwegs. Und der freut sich da total drauf, was ich auch nachvollziehen kann, wenn du die Band halt magst. Ich sage, aber für mich gibt es 5 Songs von denen, die ich geil finde. Der Rest klingt für mich einfach alles gleich, weil halt nur tak, 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 Geschredder und George Fischer nur am Rumbrüllen ist. So. Mhm. Aber das empfindet ja auch jeder anders. Ne? Und wie gesagt, bei Benighted als Beispiel, ich glaube, Franzosen sind das, die sind auch sehr brutal, auch sehr technisch, aber die schaffen es halt wieder, einen Song, also zumindest bei mir, mich so damit abzuholen, dass der auch sofort im Ohr bleibt. So, ne? Auch wenn der Schlagzeuger und der Gitarrist mir da richtig leid tut, weil was die da machen, das grenzt, glaube ich, absoluter Extremsport. Aber was ich jetzt eben mit der Frage meinte, ob es Bands gibt, die ihr richtig scheiße findet, also musikalisch ist ja das eine, aber ihr seid ja auch, wenn ihr selber jetzt, ich würde euch jetzt nicht mal als Underground bezeichnen, ja, weil oder sagen wir mal so, oberer Rang Underground, fast Sprung zum, naja, Mainstream vielleicht nicht, aber es ist, ihr seid ja, was Death Metal angeht, auch gerade in Deutschland schon alter Hasen, so, ne? Und deswegen sage ich jetzt, also so, jetzt war gerade irgendwie ein Knoten drin. Ja, ihr habt ja gerade auch schon angemerkt, ihr wart mit Asphyx auf Tour. Das heißt, man ist ja auch mit Bands, sage ich mal, die nennt man das, etabliert sind. Ich würde jetzt mal etablierte Bands. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Jungs irgendwie. Also ich kann mir zum Beispiel bei den Asphyx-Jungs oder bei Bolt Thrower früher vorstellen, dass die halt ultra korrekt waren, weil das ja auch Jungs waren,
die sehr, sehr erfolgreich waren und trotzdem irgendwie nur ein Zehner pro Shirt auf einem Konzert genommen hätten und die hätten 50 Euro nehmen können, die Leute hätten es wahrscheinlich gekauft. Aber es gibt doch bestimmt auch so Bands, die so richtig arrogante Wichser sind, oder? Ihr dürft hier beleidigen in dem Podcast. Hier gibt's deswegen heißt der so, ja, ne, der Podcast. Aber, genau. Aber ja, also wir sind ja nur schon ein bisschen unterwegs und haben, glaube ich, so eine Zeit gehabt, wo wir wirklich an jeder Steckdose angehalten haben und haben da gespielt. Und auch mit vielen Bands, bekannter oder unbekannter. Also es gibt bei den Unbekannteren genauso komische Leute wie bei den Bekannteren einfach. Und also wir versuchen ja, irgendwie okay, mit allen gut zurechtzukommen. Es gibt so Sachen, die nerven dich halt einfach und komischerweise waren das meistens nicht die großen Bands, die mich so ein bisschen genervt haben oder was uns immer schlecht gefallen hat. Daher, also. Okay, also. Um damit aufzunehmen. Ich bin zwar jetzt erst seit 2,5 Jahren dabei, wir haben noch gar nicht so viele Konzerte zusammen gespielt, aber ich bin auch mit anderen Bands noch unterwegs und kenne halt auch andere Bands, ja, und da hat Martin schon recht. Meistens sind die großen oder die größeren Bands, wie zum Beispiel, ja, S-Fix waren jetzt einige der genannten. Ich habe mal mit Carl Willits neuer Band Memoriam gespielt und so weiter. Ja, das sind eher Leute, die nett sind, die zuvorkommend sind, ja. Es sind dann oft eher die Leute, die der Meinung sind, sie würden jetzt schon etwas besser sein, aber und dann Sachen für sich beanspruchen, ja, so nach dem Motto, ja, ich bin hier der neue Star und bla bla. Und das liegt ja, mir halt okay, fern, ne? Also da gab es in der Vergangenheit einige, aber das hat auch abgenommen, bin ich ganz ehrlich der Fall. Ich habe das so vor 10, 11, 12 Jahren mehr gehabt, so dass mich einige Leute so angepisst haben. Ich gedacht so, boah, ey, bleib mal auf dem Teppich, ey, wir spielen hier, ich sag mal, einen coolen Gig vor 200 Leuten oder so, aber es ist jetzt hier nicht, wir sind hier keine Co-Headliner vom Wacken vor 70.000, weißt du, bleibt mal alle auf dem Teppich, lasst uns mal einfach nur Spaß haben und mit den Leuten zusammen feiern, ja. Ja, das denke ich. Also, bevor du uns da, glaube ich, komplett aus dem Konzept bringst oder dass sich da jemand aufregt, da muss schon einiges passieren. Also, da bist da sind wir schon, wir haben schon viel gespielt und auch viele widrige Sachen irgendwie, dass der Sound nicht gut war oder irgendwas. Also bis sich das da irgendwie total annervt, da muss schon eine Menge passieren. Okay. Und, ja, ich finde das ganz interessant, weil ja, in dem Fall, wir profitieren ja eigentlich von den Bands oder wenn wir so eine Bandvorstellung machen, immer davon, dass die Bands das teilen. Ja, und dass wir dann immer dadurch ein bisschen, immer so peu à peu ein bisschen mehr Hörerschaft generieren, sage ich jetzt mal. Ja. Und auf der anderen Seite freuen sich die Bands natürlich oft, aber in so einem Fall jetzt muss ich jetzt einfach sagen, so wie euch, ihr habt das ja eigentlich gar nicht nötig. Ja, also ne? Hör auf, pass auf, ich sag doch, was ich hinaus will. Wir nehmen uns ja einfach das Recht einfach raus, auch wenn wir jetzt kein riesen Podcast sind, wir machen das mit den Leuten, wo wir die Mucke geil finden. Ja, würde jetzt irgendwie eine, was weiß ich, ACDC oder CC Top Coverband ankommen und würde sagen, so, wir geben euch jetzt die 500 Euro, Hauptsache ihr feiert uns in den Podcast ab, dann würden wir das halt auch nicht machen, weil wir die Musik vielleicht gar nicht geil finden oder weil die Typen scheiße sind. Aber wir haben halt auch Bands angefragt, das habe ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt, da haben wir gefragt, ja, wenn ihr Bock habt, so, wir können euch da vielleicht auch einfach nochmal so ein bisschen, einfach die Leute müssen eure Mucke kennen, das sind unsere Meinungen. Und ja, dann kam erstmal nicht mal von den Leuten, die wir angeschrieben haben, die Antwort, sondern dann gab es so eine E-Mail und dann gab es dann so, ja, wir haben euch mal unser Portfolio-Angebot als PDF angehängt und dann so reine Podcast-Folge, Audio, halbe Stunde, 300 Euro. Mit Video. Wie geil. Martin, wir machen was falsch, merkst du? Ja. Mit einem anderen Künstler jetzt noch auch eine Folge gemacht, die aber noch nicht online ist. Der hat auch gesagt, ja, okay, jetzt weiß ich, was ich falsch mache. Ja, aber ja, wo ich mir sage, da habe ich gesagt, nee, sorry, dann hast du es erledigt. Weil selbst wenn ich die Kohle hätte, ja, finde ich das. Man kann darüber sprechen, okay, ne, was weiß ich, viele fragen dann so vor sich an, okay, gibt es eine Aufwandsentschädigung? Ja.
Ich sag ja, Alter, aber ihr seid nicht Maiden, so. Ja. So, würde ich Maiden 500 Euro zahlen, damit die in meinen Podcast kommen, dann hätte ich wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit so viele Hörer, dass diese 500 Euro gut investiert werden. Ich verstehe halt nicht so was ich jetzt ein bisschen bei euch rausgehört habe. Die großen Bands, die sind entspannt, die sagen, ja, Jungs, alles cool. So, und die jetzt vielleicht irgendwie mal 3-4 Jahre, nur weil sie mal im Support von Korps gespielt haben, denken, so sind jetzt die geilsten Hirsche auf dem Platz, dann irgendwie sagen so, nee, ich darf im Tourbus aber vorne sitzen oder so. Ja, also. Ja, also guck mal, du musst das so sehen. Wenn du eingeladen wirst auf irgendein Festival und du kommst da hin und benimmst dich da wie kalle Arsch, egal was auf der Bühne, neben der Bühne, also im Backstage oder auch den Leuten da gegenüber, dann werden die dich nie wieder einladen. Ne, es gibt so viele Bands, die gerne spielen wollen und das Angebot ist, glaube ich, auch riesig. Und ich glaube, wenn du dich da als totales Arschloch benimmst, dann musst du dich nicht wundern, wenn du irgendwo spielst. Also so ist das einfach. Die Szene ist überschaubar, die Festivals sind überschaubar. Und ich glaube, wenn du da so ein Problemkind bist, dann will das, glaube ich, keiner machen. Hätte ich auch so als Veranstalter gar keinen Bock drauf, wenn er ankommt, so ich, genau. Wenn ich bei euch spiele, dann will ich aber jeden Mittag in Eselsmilch baden oder so. Oder weißt du, da sag ich, Junge, dann bring dir das Eselsmilch mal mit. Steht seit Jahren auf dem Rider, haben wir auch Eselsmilch und genau. Ist auch nie passiert. Also daher, also ich denke, das ist Geben und Nehmen. Und wir freuen uns, wenn jemand auf uns aufmerksam wird, aber ich glaube, wir sind auch so, dass man da jetzt nicht aus dem letzten Ding da den Cent rausquetschen muss. Also wenn es ein cooles Billing ist oder und das Festival ist gut und da ist das Angebot vielleicht nicht so hoch wie irgendwo anders, dann fahren wir da auch hin. Man darf bei dieser ganzen Geschichte eins nicht vergessen. Wir sind bei uns in der Band einfach so, wir machen das als unser Hobby. So, wir haben alle einen Beruf, mit dem wir unser täglich Brot verdienen. Ja? Mhm. Und wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir jetzt irgendwie, dass das alles mega nach oben läuft, ja, weil wir halt unser Geld anders verdienen, so mal um den Lebenshalt mal, also Lebensunterhalt mal zu bezahlen und so weiter, ja. Mhm. Und deswegen ist auch unsere Einstellung dazu halt genau im Grunde die, wir machen halt auch nur das, worauf wir Bock haben, ja, also musikalisch jetzt mal gesehen, also wir haben auch ein gutes Verhältnis zum Beispiel zu unserer Plattenfirma, zu Drollzorn, zu den Jungs, die würden niemals von uns sagen, ihr müsst aber mal das machen, ihr müsst mal das machen und wir müssen mehr dahin und wir müssen da. Ja, okay, das machen ja viele Labels. Das ist oder unser Ding. Ja. Ja, das, bei uns ist das unser Ding und wenn irgendjemand da der Meinung ist, dann haben wir halt einfach keinen Bock drauf. Also wir machen das so, wie wir das wollen. Und wie Martin auch schon spricht, wir spielen halt auch Konzerte, die in irgendeiner Form für uns, wo wir im Kopf sagen, ey, das ist geil, das zu spielen. Entweder wirst du halt auf ein Konzert eingeladen. Klar, du hast eine Aufwandsentschädigung. Wir wissen doch alle, dass wir kommen ja aus der Nähe, also wir kommen aus Göttingen, ne? Mhm. Und wenn du jetzt von Göttingen nach Essen irgendwie auf ein Konzert fahren willst oder halt in Ruhrpott, dann wissen wir alle, wir müssen zu einer Autovermietung, müssen uns einen Neunsitzer mieten, wir müssen tanken, wir müssen so weiter. So, das weiß ja jeder. So, jeder, der mal so ein bisschen nachrechnet und nachguckt, weiß, dass du dann schon mal locker 300 bis 400 Euro ausgibst, nur um dahin zu kommen. Das ist halt einfach so. Ja. Darum geht es auch. Aber wir müssen da jetzt nicht irgendwie noch eine Null dranhängen und da Unmengen Kohle für kassieren, sondern wir wollen einfach einen geilen Abend haben und ein geiles Konzert mit den Leuten, eine geile Party mit den Leuten zusammen feiern. Sagen wir es mal lieber so. Ja. Ja. Und dass das nicht ganz ohne Geld, egal wo es ist, geht. Das kann ein Konzertveranstalter nicht machen, denn der hat Personalkosten, der hat Raumkosten, der hat Stromkosten etc. Das ist ganz normal. Aber wir müssen doch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja?
ihr schreibt uns an, hey, habt ihr Bock mit uns den Podcast zu machen? Wir haben gerade jetzt vor anderthalb Monaten ein Album rausgebracht und für uns ist das ja auch, weißt du, das ist ja auch eine Promo-Arbeit. Das ist für euch Promotion, das ist für uns Promotion. Wir reden miteinander, mhm. was wir toll und was wir schlecht finden. Es geht nicht hier, gerade bei euch geht es ja nicht die ganze Zeit nur um, was habt ihr denn da gemacht und wie ist denn das Album, ne? Sondern wir quatschen halt einfach locker miteinander, was ich aber auch cool finde. Aber das ist doch einfach so, was will ich denn da jetzt zu euch gehen und dafür auch noch Kohle verlangen? Ich meine, weißt du, da setze ich mich hier heute Abend ein, zwei Stunden hin und quatsch mit dir. Mhm. Normalerweise euch, heute bist ja nur du alleine da. Aber das ist dann halt so. Und dann finde ich das, also ich persönlich finde das eher cool, zu sagen, hey, lass uns einfach mal eine Runde miteinander quatschen. Und dann ist das ja für alle einen Mehrwert, mehr oder weniger. Und wenn ich dann halt keine Zeit habe, ne, wenn wir jetzt im Urlaub gewesen wären, hier Osterurlaub mit Familie etc., bla bla, hätten wir euch gesagt, jo, machen wir, aber geht erst in zwei, drei Wochen, wäre ja okay gewesen. Alles gut. Ja, also wir machen das auch, wir schreiben ja relativ viele Bands an, die wir halt cool finden. Nur haben wir jetzt gesagt, okay, jetzt müssen wir gerade mal so ein bisschen auf die Bremse treten, weil wir tatsächlich nicht damit gerechnet haben, dass auch so viele Bands so relativ schnell auch zusagen und sagen, haben wir Bock drauf. Weil es halt wie gesagt, unsere Reichweite jetzt noch nicht die ist, weiß ich nicht, Parabelritter oder von einem Gorminister oder was es da alles gibt, aber trotzdem wächst das Ganze so nach und nach. Und was du jetzt gerade sagst, ist ein guter Punkt. Wir hatten auch schon überlegt, oder ich hatte überlegt, auch mal so eine Art, einfach so einen kleinen Konzertabend hier bei uns zu organisieren, weil wir da halt auch immer so ein Festival haben hier am Niederrhein. Und dann sagen die auch, ja, dann holen wir so 5-6 Bands. Ich sehe ja, Moment, du musst erst mal gucken, was das für Bands sind. Ja, und du darfst nicht vergessen, was du gerade schon sagst, die müssen da hinkommen, ja. Wenn du Glück hast, hast du Anlage und Schlagzeug und so ein Backline halt schon da stehen. Ja, aber das darfst du nicht voraussetzen. Das heißt, irgendeiner muss den ganzen Kram mitbringen. Ja, du kannst nicht davon ausgehen, dass jede Band irgendwie, dass einer ein Van hat, falls mal ein Konzert ansteht. Ja, dann wollen die auch essen und trinken. Ja, du kannst ja nicht eine Kiste Warsteiner und ein Glas Würstchen hinstellen. Ja, weil das, ja, das geht doch, das ach, ganz einfach, die stellen sich ja hin, dann kriegen die Essen, trinken, ja, so leicht ist das, glaube ich, nicht. Ich so, weil, du willst ja auch, wenn du sowas machst, dass die Bands auftreten und irgendwie ihr Set runterballern, sondern dass sie vielleicht auch, ne, wie ihr gerade schon sagt, den Abend auch geil finden, ja. Und dann kann man daran irgendwann anknüpfen und sagen, ja, das ist gut gelaufen und so. Ich so, aber sowas kannst du nicht ja von einer Woche organisieren, ja, weil du als Veranstalter ja auch das Problem ganz schnell hast. Du kannst natürlich sagen, okay, ich bezahle die Bands, ja, oder zumindest so, dass sie ihre Kosten gedeckt haben und so, aber dann musst du das ja auch irgendwie wieder reinkriegen. Das geht ja nicht darum, dass du dann irgendwie, dass ich da 5.000 Euro am Abend verdienen willst, aber plus minus null wäre schon ganz geil. So. Ja, ne? Jetzt habe ich eben, wie gesagt, relativ spontan erfahren, dass Florian noch ganz recht neu dabei ist. Das muss ich sagen, hat sich tatsächlich noch nicht so auf dem Schirm. Wie kam es denn, also wie es dazu kam, offensichtlich der alte Sänger ist nicht mehr dabei, aus welchen Gründen auch immer, aber wie kam die Zusammenarbeit oder wie habt ihr euch kennengelernt? Also Florian und der Rest der Bagage. Ja, ich kläre ganz kurz, also wir haben angefangen, das Album zu schreiben, das neue, und da war Olle noch, das war der alte Sänger, noch mit dabei. Mhm. Und haben angefangen, so mal die ersten Sachen zu spielen, und das ging, da haben wir mal ein bisschen was Neues ausprobiert. Das ging dann, also ich fand so im Nachhinein ein bisschen mehr wirklich in diese Black-Metal-Sache, es war ein bisschen komplizierter und war mal so ein Testballon einfach. Mal so einfach mal ganz unverkrampft mal gucken. Und also Benny ist ja derjenige, der so die musikalische Oberleitung bei uns hat. Der wollte mal ein bisschen was anderes ausprobieren einfach. Und wir haben uns da mal alle drauf eingelassen. Und haben dann aber irgendwann auch gemerkt, so wenn du die Sachen dann mal aufgenommen hast und hast du dir so eine Woche oder zwei danach angehört, und wenn du dann sagst, na, irgendwie, nee, es ist nicht so richtig das. Und
Dann war es aber so, dass Olle irgendwie dieses alte oder dass es den ersten Entwurf super fand und sich dann mit den Sachen, die danach kamen, irgendwie nicht so richtig anfreuen konnte. Und dann war es halt einfach so, dass wir dann gesagt haben, okay, also das ist so die Richtung, die wir wollen, und musikalisch wollte er was anderes. Und dann haben wir das, haben uns da friedlich getrennt. Ah, okay. Also es war einfach so, die war jetzt kein Stress oder sowas. Es war einfach so diese Sachen, die mit denen wir gestartet haben, da hatte man einfach unterschiedliche Vorstellungen. Jo. Okay, und dann kam Florian. Ja, also muss dazu sagen, also unser Proberaum ist ja in der Nähe Göttingen, also es ist eine Göttinger Band, Südniedersachsen. Ich wohne zwischen Göttingen und Kassel. Und komme eigentlich eher so aus der Kasseler Szene, weil ich aus Kassel komme ursprünglich oder aus Nordhessen komme, aber das ist völlig egal bei uns hier, ja. Wohne also genau zwischen Kassel und Göttingen, und deswegen kannten wir uns natürlich. Wir haben sogar schon früher mal zusammen gespielt, ich mit einer anderen Band, und Atomwinter, da kannte ich Atomwinter also schon mit Olle am Gesang und wusste auch, wie die so drauf sind und was die so machen. Ja, okay. Also wir kannten uns tatsächlich auch. Ja, und dann waren wir im Urlaub vor 2,5 Jahren, meine Frau und ich. Und dann legt sie das Handy weg, weil sie irgendwie nach dem Essen, ne, so hier auf Facebook und so weiter, ne, und sagt so, guck mich an, sagt so, hey du, Atomwinter und Olle haben sich getrennt. Und dann sag ich so, boah, das ist eine harte Nummer. Nee, gar nicht. Ich hab mir das durchgelesen. Scheiße, ich meine, wie gesagt, ich kannte die Jungs. Und ich wusste, wie Olle auf der Bühne ist. Und Olle ist ein Tier auf der Bühne, Punkt. So. Okay. Das ist, also ich habe auch einen riesen Respekt vor ihm. Also, ne, wir haben uns auch unterhalten jetzt. Auf der CD-Release-Party war er auch da. Also von daher sieht man schon, es ist alles gut zwischen uns. Es ist jetzt nichts irgendwie böses Blut oder irgend so ein Kram. Und dann gesagt, boah, den kannst du ja gar nicht ersetzen irgendwie. Und halt, ja, und dann guckt mich meine Frau an und sagt, das ist sowas für dich. Und dann habe ich erstmal laut losgelacht und gesagt, nie im Leben. Ich sagte, ja, mach doch mal. Ja, und dann habe ich Benny angeschrieben, weil mit Benny hatte ich halt Kontakt so ein bisschen, ne? Habe ich ihm angeschrieben. Also wir kannten uns, wir waren befreundet über Facebook, sagen wir es so, wie es ist. Und dann habe ich über Facebook geschrieben. So. Ja, und dann sagt er, ja, komm doch einfach mal vorbei, ich gebe dir mal drei Songs und dann machen wir mal und dann gucken wir mal. So. Okay, aber ganz kurz, du hast aber vorher auch schon gesungen. Ja, also ich bin. Weil das jetzt sagen, wenn deine Frau sagt, probier doch mal, klingt das so, du spielst zwar Schlagzeug, aber brüllen kannst du ja auch ganz gut. Nein, also ich bin in zwei anderen Bands noch. Ich spiele Bass und mache Background Vocals bei Burden of Grief und Melodic Death Metal Band. Hör auf. Ja. Nee, ich höre nicht auf. Und ich habe selber noch eine Oldschool Death Metal Band, wo ich Gitarre spiele und singe, aber das ist halt eine ganz kleine Kassler, ich sag mal, Underground Band namens Hellforce. Und daher, ich singe selber seit circa 20 Jahren in Bands, mehr oder weniger, mal mehr vorne, mal mehr im Hintergrund. Also von daher, ich konnte das schon. So ist es nicht. Aber ich habe halt gesagt, nee, also Atomwinter. Und dann sagt sie, ja, komm, mach. Und so kam das. Ja, und dann stand ich irgendwann im Proberaum und wir haben drei Songs miteinander geprobt. Und irgendwie fanden die das so, dass ich dazugehören könnte. Und jetzt bin ich in dem Haufen gelandet. Ja. Hat sich als gut herausgewiesen. Krass. Ja, ich war jetzt gerade deswegen so ein bisschen von den Socken, weil ich dachte eigentlich, dass es Burden of Grief gar nicht mehr gibt. Weil ich. Also ich habe irgendwo gelesen, dass sie sich aufgelöst haben. Deswegen war ich gerade so ein bisschen Moment, weil ich weiß, einer meiner, wenn jetzt Chris lacht, weil er das mal sagt, einer meiner absoluten Lieblingsbands, aber einer meiner absoluten Lieblingssongs, gerade aus dem Melodic-Death-Metal-Bereich, ist The Killer in Me. Cool. Von der Death and Road heißt, glaube ich, das Album, ja. Ne? Ja. Und ich habe gedacht, und ich habe irgendwo gelesen, ja, die haben sich aufgelöst so, und weil dann da ist mir nämlich direkt auch dieses Master of Puppets Cover eingefallen, wo ich gesagt habe, boah, Junge, wie kam, also es gibt, für mich gab es immer nur eine Band, das war Machine Head, die Cover geiler spielt als die Originalband. Und ich muss sagen, dass Master of Puppets schon eine harte Nummer ist zu covern, also von der, sag mal, von diesem Legacy-Ding her. Ja. Mhm. Aber das wurde einfach mal so weggeschnippt in diesem Song. Ach, ja, krass.
Ja. Aber das, ja, da sieht man mal, wenn man mal irgendwie gefühlt zwei Wochen nicht nachguckt. Ja, hier, du kommst vom Niederrhein, sagst du. Wo kommst du, wo kommt ihr genau her, die Gegend? Wesel. Ach ja. Ruhrgebiet, ja, eigentlich Ruhrpott kannst du sagen. So. Westlich vom Ruhrgebiet. So. Genau, kennst du, Duisburg, da die Ecke, genau. Dann kennst du das Dong Open Air, sicher. Ja, natürlich. Ja, dann kommst du da dieses Jahr hin, da sind wir mit Burden of Grief. Da können wir uns darüber unterhalten, siehst du. Auf jeden Fall, aber ey, unfassbar. Ja. Ja, das ist ja bei euch um die Ecke. Von daher, ja, nee, da sind wir dieses Jahr. Also von daher, das nur so mal als Ausschweif, ja. Ja. Ding, ja, wir haben ja ein Date. Ja, genau. Ja. So, zurück zu Atomwinter. Ich stelle natürlich auch, ich habe immer so ein, Chris und ich machen das ein bisschen unterschiedlich. Der macht so gar kein Skript. Ja, und ich muss mich immer so für mich so ein bisschen einfach, damit ich für mich selber nicht so sehr abschweife, wie jetzt gerade in dem Fall. Ich glaube, die musikalischen Einflüsse, die würde ich jetzt nicht unbedingt ansprechen müssen, weil ich glaube, die sind offensichtlich. Ja, ihr habt schon ein bisschen dargelegt, was ihr selber hört. Ja, deswegen würde es mich jetzt sehr wundern, wenn Janis Joplin jetzt der Haupteinfluss wäre. Jetzt hattet ihr gerade schon gesagt, dass Benny der musikalische Haupt wie hast du das eben genannt, nicht Hauptakteur, aber der macht so, der gibt so die, also der schreibt wahrscheinlich den Großteil der Songs. Ja. Wie ist es bei euch? Kommt zuerst der Song, also der Text oder zuerst der instrumentale Part? Weil ich finde das immer sehr, sehr interessant zu wissen, ob ich weiß, ich habe gerade einen Riff im Kopf und das muss ich mir jetzt merken, oder ist es so, ich habe gerade einen Song geschrieben und habe da eine Idee, wie der klingen muss. Kann der so ein bisschen doomiger sein? Muss der voll in die Fresse rein? Also Benny sagt immer, er hat so eine Song-Idee. Also ich weiß nicht, ob er da immer die Lyrics dazu hat er meistens noch nicht. Also oder ist, glaube ich, weiß nicht, wie es jetzt bei der neuen Platte gewesen ist, haben wir das auch später. Da war erst die Musik da und dann haben wir die Lyrics geschrieben. Ne? Und ich meine, das wäre bei den anderen Scheiben auch so gewesen, dass also erstmal die Musik da gewesen ist. Dann hat der Sänger das quasi als Hausaufgabe nach Hause gekriegt und hat sich dann angefangen, da was zu überlegen. Dann wurde geguckt, wie das übereinander gepasst, dann entsprechend der Song nochmal umgebaut, also Längen angepasst, nochmal irgendwo ein Break oder sowas reingemacht. Also es gibt quasi immer so eine Arbeitsversion, die wird erstmal genommen und dann wird quasi da drauf der Text gesungen und dann wird das je nachdem nochmal angepasst, wie es am besten zusammenpasst. Wir hatten beim Anfang der letzten, bevor Florian dazugekommen ist, hatten wir alle so ein bisschen angefangen, mal Texte zu schreiben auch. Aber das ist dann, glaube ich, nachher wieder bei euch gelandet, Florian. Ne? Dann habt ihr das, du und Benny, glaube ich. Ja, wir sind da sind wir dann am Ende, da sind wir dann am Ende gelandet, das stimmt. Also ja, wie Martin ja schon sagte, es gab ja schon einige Songideen, sage ich mal, diese Grundgerüste gab es ja schon, als ich eingestiegen bin. Und es gab die Marschrichtung. Und das war das, wo Benny immer sagt, er hat die Vision oder das ganze Album schon im Kopf. Das ist mehr eine Vision. Und diese ganze Marschrichtung hieß halt Sakrileg. So, das soll es werden, so heißt das Album. Und in die Richtung sollen dann die Texte werden. So, und wenn du dann einen Song hörst, dann hörst du dir den an und denkst dir so, okay, der klingt für mich jetzt... Am einfachsten ist, dass du halt sagst, okay, der klingt aggressiv oder depressiv, ja. Mhm. Wenn er depressiv klingt, dann schreibst du halt einen depressiven Text, wenn er aggressiv klingt, dann einen aggressiven Text. So gehe ich da jedenfalls ran. So. Okay. Also du fängst ein bisschen die Stimmung, sage ich mal, von dem Song ein. Richtig, man fängt so, dass diese Stimmung ein, vielleicht hat da oft Benny schon noch mehr im Kopf, das kann ich gar nicht sagen, aber wir sind dann relativ schnell, dass wir dann über einen Songtitel sprechen, ja, und da ist dann genau der Knackpunkt, ne? Dann kommt dann irgendwann okay, so ein Thema Song. Genau, und du hast das Thema schon für den Song. Und das alles stand halt unter diesem großen Thema fürs Album. Ne? Also das ist halt so eine Grobrichtung die ganze Zeit gewesen. Und ja, so kommt das dann halt dahin. Ja, richtig. Okay. Also zuerst steht das Musikalische und dann kommt der Text da rein. Und dann wird es aneinander angeglichen.
Okay, ihr habt ja jetzt auch noch relativ frisch eine neue Platte draußen. Mhm. Und da fand ich die Reviews ganz interessant, weil ich habe mir immer, also ich mache das so, wenn ich mich vorbereite, dass ich mir auch immer so das Neueste oder das, was letztes rausgekommen ist, weil das ja immer so das ist, ja, was wahrscheinlich jetzt, sag ich mal, mehr zur Sprache kommt, als wenn wir jetzt über das, weiß ich nicht, sechste Album sprechen, was vor 8 Jahren rausgekommen ist. Ja. Und ich finde, da kommt eine unsagbare Brutalität raus. Ja. Und ich fand es ganz interessant, viele haben geschrieben, man kann Oldschool-Mucke machen, ohne dass sie so abgedroschen, nicht abgedroschen, wie nennt man das, sondern so, ich sag's anders, man hört, dass es immer noch geil ist, Oldschool-Mucke machen zu können, weil jetzt gerade so viele, viele Bands um die Ecke kommen, du hast eben schon mal angesprochen, als diese New-Metal-Geschichte anfing, der Chris wird mir jetzt sauer sein, weil er einen riesen New-Metal-Background hat, weil das einfach so seine Kindheit war mit Korn und den ganzen Bands. Für mich war das geil in der Hinsicht, weil ich gesagt habe, okay, es kommt mal wieder eine Gitarre im Fernsehen, ja, und gibt dadurch vielleicht vielen Kids den Zugang, die vielleicht anfangen mit Korn, hören dann vielleicht irgendwie ach, wie heißen die hier? Dawn of the... Ach, keine Ahnung. System of a Down. Nee, nicht System of a Down. Der hat auch einen Disney-Song gecovert. Der so ein Glatzkopf. Disturbed. Dieses... ja, genau, die meinte ich. Disturbed. Ja. Ah, das ist... Okay, das ist aber bäh. Ja, aber ich finde, das ist so eine Schnittstelle, wo es vielleicht Bands gibt, die dann irgendwie auf Metallica und Slayer und dann so in diesen vernünftigen Sog, sage ich mal, reinkommen. Ja. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, so, boah, wenn das jetzt so der neue Standard wird, so, wo sind dann diese ganzen geilen Bands? Also, wann kommt noch mal der Moment, dass man so eine Platte hört, wie man das erste Mal eine Master of Puppets oder eine Vulgar Display of Power von Pantera hört, so, wo man sagt, boah, Junge, so. Und diesen Moment hatte ich aber bei der Platte bei euch. Und viele haben halt so geschrieben, Oldschool kann immer noch geil sein und frisch klingen. Also, ne, so dieser, weil ganz viele, gerade im Black Metal ist das ein großes Thema, je beschissener und je mehr eine Platte im Black Metal nach Keller klingt, desto geiler wird die abgefeiert. Ja, mhm. Und das ist auch der Grund, wo ich sage, so, nee, wenn ich keinen Bass höre, dann ist die Musik für mich kacke. Da bin ich vielleicht, ist bei mir einfach so, ich brauche Wumms, ja. Und das finde ich so geil, wenn es so Bands gibt, weil auch Grave, ja, die einfach damals, glaube ich, oder überhaupt die ganzen Bands, diese technischen Möglichkeiten gar nicht haben, die es heutzutage gibt, ja, dementsprechend konnten die wahrscheinlich auch gar nicht so fett produzieren, vielleicht wollten sie es auch nicht, da bin ich zu wenig in dieser Materie drin, aber ich finde, dass die Platte nicht nur frisch klingt, obwohl sie oldschool ist, sondern dass sie halt auch unheimlich fett produziert ist. Mhm. Also, da mal kurz eingehakt, also, ich finde, also was die Leute heutzutage zum Musikmachen da ankarren auf den einzelnen Gigs, ist schon der Hammer teilweise. Mhm. Also das gab es früher so nicht. Und die technischen Möglichkeiten haben in den letzten Jahren also einen riesigen Satz gemacht. Also ja. was da an Equipment rausgeht, was du dir auch für relativ kleines Geld leisten kannst, ist schon echt wirklich bemerkenswert und wirklich cool. Und da ist es halt so, dass Florian kennt das, ist das Problem, wenn jeder mit seinem Camper um die Ecke kommt, dass es dann irgendwann so ein bisschen ist, dass die alle ein bisschen gleich klingen. Und wir immer noch versuchen, also wir schleppen immer noch Verstärker mit auf den Gig. Wir haben Bodentreter, wir wechseln die auch mal und haben immer noch einen wirklich handgemachten Sound. Also es wird immer noch mit einem Mikrofon aufgenommen, nicht mit direkt Daten aus Output ins Pult oder sowas. Also es ist schon irgendwie immer noch so, wie man das früher aufgenommen hat, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ne? Es gibt sicherlich technische Innovationen, die können wir aber nicht oder wollen wir nicht, weiß ich nicht, aber haben wir nicht. Sondern wir kramen unser Zeug halt immer noch mit und das muss halt irgendwo muss noch Musik rauskommen. Also wenn ihr nicht die Hosenbeine vor der Box wehen, dann ist das irgendwie komisch.
Und ich glaube, das hört man auf den Platten immer noch. Das wollte ich gerade sagen. Also es kommt ja auch schnell, läufst du auch Gefahr, wenn du halt diesen direkten Input hast. Das heißt, dass du dir das fünfmal anhörst und sobald du einen Verspieler hörst, kannst du es nochmal irgendwie korrigieren. Ja. Ich glaube, dass du schnell Gefahr läufst, dass eine Platte zu glatt klingt. Ja, also du kannst das tot produzieren, klar. Und ich finde, es gibt gerade so im Metalcore, da ist das so eine Sache, wo die feinsten Härchen irgendwie noch gemacht werden, so, und dann klingt die einfach zu glatt, die Platte. Ja, dann kann auch ein krasser, fetter Gesang total langweilig klingen. Ja, und das ist halt, wie du schon sagst, also ich finde auch, man hört das, das ist handgemacht, also handgemacht ist ja im Prinzip alles, aber was, du hast es, glaube ich, gerade schon, ich kann es einfach nicht besser auf den Punkt bringen, wo du gesagt hast, man hört auf den Platten, dass dann noch jemand sein Handwerk kennt und nicht nur einfach einen Knopf drücken muss. Ja, also wie gesagt, vielleicht ist das dieses Oldschool-Element, was auch viele meinen, also das ist wirklich, dass das vom Aufnehmen noch so ist, wie man das früher auch aufgenommen hat einfach. Also es gibt andere Möglichkeiten mittlerweile, das digital zu machen oder besser zu machen oder anders zu machen einfach, aber wir sind da halt irgendwie so, dass wir immer noch sagen, okay, da muss ein Mikrofon vorstehen, das muss laut sein und dann wird das aufgenommen. Ja, ich hatte das mal vor ein paar Jahren bei Cataclysm, die wollte ich unbedingt mal live sehen und die haben, du nutzt auch so einen Trigger so bei der Double Bass und das hörst du so stark raus und es ist so nervig, es macht so den Song kaputt. Ja, haben wir auch alles, haben wir auch schon probiert. Also das ist, wie gesagt, man sollte da gucken, dass man, also ausprobieren ist ja okay, man kann das mal probieren und dann muss man halt aber auch irgendwann sagen, okay, ist nicht unseres oder ist es unseres. Ja, genau. Der Punkt ist einfach, wie muss denn das Album oder wie muss denn die Band klingen, ja? Und eine Band wie Atomwinter klingt halt nun mal, ich sag mal, oldschoolig in dem Sinne, dass halt, ne, überall noch Mikrofone dranhängen und also bei uns auch auf dem Album, die Bassdrum ist nicht getriggert und die kannst du auch nicht irgendwie gerade auf die Eins schieben. Es ist nicht mal nach Klick eingespielt, ja. Also ja. Das heißt, du kannst da nichts schieben. Du kannst das technisch im Studio dann schieben, wenn du es mit einem Trigger aufnimmst und keine Nebengeräusche hast und bla bla bla, da geht's in die Technik rein. Aber es kommt jetzt drauf an, was ist denn, wie soll denn die Band klingen? Und wir hatten vorhin das Beispiel Disturbed, ja. Ja, das ist. Die müssen so produziert sein, weil die sind darauf ausgelegt. Die können doch gar nicht so oldschool das alles machen wie wir. Die müssen das glatt rasieren. Das ist so. Weil die so klingen, also weil die genauso klingen wollen. Und das ist der Punkt. Wie möchtest du klingen? Und dann machst du die Musik dementsprechend und nimmst sie auch dementsprechend auf. Cataclysm, nächstes Beispiel. Der Schlagzeuger spielt so schnell auf der Snare, dass er das ohne Trigger nicht mehr so machen kann, dass du es vorne überhaupt noch hörst. Also muss er triggern. Das geht gar nicht anders. Heutzutage sind die Trigger aber auch schon, ich habe Cataclysm auch schon live gesehen in 2004 und das war eine Katastrophe, weil du hast nur Plastik gehört, ja? Genau. Aber es ist mittlerweile ist es möglich, dass du auch einen Trigger, der gut eingestellt ist, wenn du gut damit arbeitest, der etwas besser klingt, der schöner klingt, der runder klingt, der wärmer klingt und nicht so nach Plastik. So, aber so eine Band wie Cataclysm kann ohne Trigger nicht leben. Das geht in der Geschwindigkeit nicht. Punkt. Das funktioniert nicht. Ich überlege mir jetzt gerade, wie Disturbed klingen würde, wenn die so einen Oldschool-Sound hätten. Wahrscheinlich wie Metallica in den 80ern. Boah, Den lass mal sacken. Der ist gar nicht so weit entfernt davon. Aber es ist so. Also es gibt ja auch auf YouTube, ich weiß nicht, wer sich die Zeit nimmt, sowas, dass die irgendwelche Metallica-Alben nehmen und denen das Soundgewand dann aus den 80ern draufpacken. Und das, da hören, sag ich mal, Alben, wo du sagst, boah, das ist nicht mehr Metallica, denen fehlt nur dieser kleine Klick, wenn du so willst. Und du denkst, boah, so klingt der Song richtig geil. Ja. Nee. Er klingt halt wie damals, und das ist einfach der Punkt. Ja. Ne? Und das findest du halt geil, ein anderer findet das nicht geil. Du sagst, boah, wie cool. Das ist halt dann auch wieder dieser Musikgeschmack. Ne? Du magst das und so. Und wichtig ist, und das ist das Wichtige,
wenn ich in einer Band bin oder wenn ich eine Band gründe, wenn ich eine Band bin, ja, dann muss ich eine Vision haben, wie möchte ich klingen. Und wenn ich nach Oldschool Death Metal klingen möchte, dann kann ich nicht die ganzen technischen Feinheiten und alles glatt rasieren, wie du das machen musst, wenn du modernen, groovigen Metal à la Disturbed machst. So, das ist einfach so. Ja. Bringt zu meiner nächsten Frage. Das frage ich auch immer auch schon so eine Standardfrage bei uns geworden. Sagen wir mal, unabhängig jetzt davon, ob Sänger, Bassist, Gitarrist, also euer Instrument spielt erstmal keine Rolle, ihr kriegt jetzt, sagen wir mal, 500.000 Euro und müsstet dafür dann bei Disturbed einsteigen. Oder auch, sagen wir mal, auf Tour gehen. Ich will's, oder Nickelback oder sowas. Also würdet ihr sagen, ne, Death Metal oder Metal ist mir so heilig, da scheiße ich auf die Kohle? Oder würdet ihr sagen, ach, ist ein easy Job, Disturbed ist ja wahrscheinlich auch nicht auf dem Bass, wird ja wahrscheinlich nicht so schwer sein. Würdet ihr sagen, mache ich oder mache ich nicht? Also, ich fang mal an und jetzt werde ich ausgebuht von ganz, ganz vielen Menschen. 500.000 reichen nicht. Aber wenn du es verdoppelst und ich dafür dann 2 Jahre lang mit Disturbed auf Tour gehen muss und danach nie wieder arbeiten muss, nochmal auf der Zunge zergehen lassen, du hast 1 Million auf dem Konto, du musst nie wieder arbeiten gehen, dann mache ich das mal 2 Jahre lang. So, dann ist das aber ein Job. Es ist ein Job, den du machst des Geldes wegen. Das hat nichts mit Herz zu tun. Also, jetzt, Disturbed war ja zum Beispiel. Also, ja, ich wollte jetzt irgendeine irgendeine Metalband nehmen, die möglichst weit weg von dem ist, was ihr macht. Ja. Also, so, und das ist der Punkt. Ich würde aber nicht aufhören, bei Atomwinter zu sein und nicht aufhören, den Death Metal zu machen, den wir machen. Und ich könnte danach einfach das den ganzen Tag machen und müsste nicht mehr arbeiten gehen. Nach den 2 Jahren. Ja, sehr interessant. So, geschickt umschifft die Frage. Naja, also das eine ist ja ein Berufsmusiker, sage ich mal, ne, der nicht das spielt, was er gerne mag, sondern das, was ihm gesagt wird. Ich kenne auch so Leute, die machen halt, die sind halt Berufsmusiker und die müssen halt das spielen, was ihr momentaner Arbeitgeber halt von ihnen verlangt. Ja, die haben aber, haben aber nie aufgehört, ihre eigenen Sachen zu spielen und das, was sie gut finden. Ich glaube, das wird auch nie jemand machen. Es gibt ein relativ, ich sag mal, prominentes Beispiel. Ihr kennt ja bestimmt Liquido, dieses ja. Und der, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr es auch, der Gitarrist oder der Schlagzeuger spielt bei GUT. Und das ist so eine Porngrind-Band. Und die halt richtig derbe Texte auch haben, so, und das ist total witzig. Der hat mal gesagt, ja, Liquido, wir haben einen One-Hit-Wonder gehabt, so, da habe ich jetzt, ich glaube, 400.000 Euro dran verdient. Ja, aber eigentlich bin ich bei GUT. So, das andere war halt ein Kohle-Ding, ja. Andere haben gesagt, so, naja, wie ihr schon sagt, es ist ein Job. Ja, der so, bei Nickelback würde ich sofort zocken. Das ist doch keine Arbeit an der Gitarre. Aber wenn jetzt Dying Fetus anfragen würden, dann müsste ich ja richtig was hinlegen, weil die ganze Zeit, der so, da ist schon ein bisschen mehr Arbeit drin. Der hat gesagt, ich würde das machen, dann kriege ich 1 Million und dann habe ich richtig Kohle, die ich ins nächste Album stecken kann. Also das ist immer wieder interessant, so wie Leute das sehen. Also ich glaube auch, dass es gibt so Leute, die machen, also das ist ja, wenn du Berufsmusiker bist, dann hast du halt so das, womit du dein täglich Brot verdienst und dann machst du, ne, wenn die Band, wo dein Herz dran hängt, halt das noch nicht abwirft, dann hast du halt sowas, was dein Broterwerb quasi ist. Studiomusiker zum Beispiel, die dann halt irgendwas spielen, ne, wo sie für eingekauft werden. Und dann gibt es halt aber, dann haben sie immer noch irgendwas, wo sie sagen, wo sie sich selber verwirklichen. Ich glaube, das ist dann eher der Grund, sich irgendwo selber noch verwirklichen zu können. Das wirst du aber, glaube ich, keinem nehmen können, auch für Geld nicht. Also, okay, das heißt,
wenn man jetzt sagen würde, ihr kriegt die Kohle, dürft dann aber nicht eure private Mucke machen, sondern seid dann ein absoluter Disturbed Boy, dann, wird's wahrscheinlich, dann wird die Entscheidung wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Wobei. Also, ja, wir können ja jetzt mal. Ich will nur herausfinden, wie elitär ihr unterwegs seid. Nein. Für wie viel Geld wir mit auf Tour kommen, würdest du sagen? Ja, genau. Also, ich bin, was das angeht. Also wenn du jetzt den Podcast eine knappe Stunde zurückspulst, dann kommen wir wieder genau dorthin, wo ich vorhin mal gesagt habe, wir haben unsere Jobs und brauchen deswegen für Atomwinter nichts machen, was andere wollen, sondern können machen, was wir wollen. So. Ja, ja. Und das ist genau der Punkt. Das würde sich auch keiner, sage ich mal, von uns nehmen lassen. Das würden wir auch weiterhin machen, weil wir halt den anderen Job haben. Das ist genau der Punkt. Unsere Jobs haben halt nichts mit Musik zu tun. So. Ja. Also ich habe halt keinen Job, der mit Musik zu tun hat. Für mich wird das sowieso relativ schwierig, denn wir haben jetzt so Sachen, du hattest das gerade so Dying Fetus versus Disturbed. Ich könnte am Instrument beides nicht spielen. Das nur so mal, nur mal vorweg. Denn ich bin zu blöde dafür. Entschuldigung, es ist so. Das hört sich alles so einfach an und ach, man denkt immer so, ja, das ist ja nicht so schwer. Das ist schwieriger und gerade langsamere Sachen sind viel schwieriger. Wenn du auf dem Bass bei Disturbed nicht direkt auf dem Schlagzeuger spielst, dann kriegt das jeder verflucht mit. So. Ich wollte gerade, also ich habe früher auch Bass gespielt, aber jetzt aber absolut nicht professionell. Ja. Und mir ist auch, wenn du schnell spielst, ja, da checkt gar keiner. Ja, weil, also mal abgesehen davon, dass vielleicht das Publikum auch gerade anders drauf ist, hat schon ein paar Bier getrunken, hat voll Bock auf Party, ja. Und bei Disturbed, ja, das ist halt so, du musst halt punktuell sitzen, wenn es nicht der Fall ist, dann hört man sofort, hä, was das denn? Ja, richtig. Ja. Und das ist einfach der Punkt. Also das kommt noch erschwerend hinzu, dass dieses Angebot niemals zu mir angetragen werden würde. Ja. aber oder ich es nicht annehmen könnte. Aber es ist auch egal. Also ich bin nicht so elitär, dass ich Dinge komplett verteufel. Also ich weiß, es gibt dort draußen Bands, die werden von den truen Metallern total verteufelt. Ja, mir Sabaton. Persönlich, zum Beispiel, mir persönlich ist das völlig egal. Ich höre zwar kein Sabaton, weil ich die nicht mag. Ich habe einfach, weil es dort immer nur dieses Pro und Contra gibt, ne? Entweder finde ich die total geil oder total scheiße, habe ich gesagt, okay, ja. Ich kenne einige Leute, die finden die total geil. Ich konnte da niemand an. Ich so, okay, jetzt beschäftigst du dich doch nochmal damit, hörst doch nochmal rein und machst doch. Ich komme nicht dran, aber, und das ist ein Aufruf an alle Sabaton-Fans da draußen, wenn ihr eure Band so geil findet. Sucht euch eine neue Band. Nein, Leute, ey, geht zu der Band auf Konzerte, kauft die CDs, denn nur so machen sie weiter Mucke, denn die verdienen Geld damit und die sind darauf angewiesen. Macht es einfach und weil, und das muss ich euch Sabaton-Fans auch leider sagen, ich werde die CD nicht kaufen, weil es einfach nicht meins ist. Ist halt einfach so. Ja, also aber ich meine, alle schimpfen auf die, aber ich meine, irgendwie sind sie da ja hingekommen, wo sie jetzt sind. Ja? Aber es ist bei uns ein Running Gag geworden, die einfach kacke zu finden. Also, ist auch völlig Chris, okay. Chris, der Spinner, erzählt auch überall rum, ich wäre Sabaton-Fan, um mich zu ärgern. ich habe, deswegen muss ich jetzt, glaube ich, in jeder Folge einmal sagen, dass das nicht so ist, damit nicht irgendwann falsche Dinge passieren. Okay, wo kann man euch denn jetzt mal live sehen demnächst? Ist Alter. Was geplant? 27.05. in Kassel, 1.07. Leipzig, dann warte auf dem Partysaal. Du hast was vergessen. 28.05. in Erfurt. 28.05. in Erfurt. Ach, stimmt. Ja, 28.05. ja, richtig. Das war, genau, da war ja was. Genau, 28.05. Erfurt, richtig. Genau. Am 1.07., 30.06. und 1.07. feiert unsere Plattenfirma 20-jähriges Bestehen in Leipzig im Hellraiser. Da spielen ganz viele coole Bands mit uns, die halt bei Trollzorn unter Vertrag sind, die halt sehr viel in diese Richtung Pagan und so weiter auch haben, was so in diese Richtung geht. Und das ist in Leipzig, ist das ziemlich geil. Das wird
wieder im Stahlgarten sein, oder Martin? Ich glaube, das ist Open Air, ne? Ich glaube, es soll Open Air sein, ja. Ich glaube, es ist draußen Open Air. Ich sag mal so, aus dem. Da sind wir, genau. Mhm. Das ist dieses Wochenende. Ja, und dann kommt unser Highlight für dieses Jahr, ne, Martin? Jo. Wir spielen dieses Jahr auf dem Partisan Open Air. Boah, geil. Ja. Ja. Also, das erste Mal auf dem Partisan. Das erste Mal mit Florian. Ja, für mich ist es das erste Mal auf dem Partisan zu spielen, ja. Das wird ein Knaller. Ja. Ja, gut, das ist ja, ich glaube, das ist ja auch fast schon so wie so ein Ritterschlag. Ne? Also, ja, also viele sagen ja auch Wacken zum Beispiel, sie wollen einmal auf Wacken spielen. Ich weiß gar nicht, ob das noch so eine Magie ist. Ich meine, also viele sagen, wenn du auf dem Wacken spielst, hast du es geschafft, aber ich finde Partisan oder auch Summer Breeze, also es gibt so viele geile Festivals, ja, wobei das natürlich so die Big Player sind und das natürlich auch einem, glaube ich, einen unheimlichen Push geben kann. Zumal ja. Partisan ist ja auch, glaube ich, hauptsächlich ausgerichtet auf Black Death und Thrash. Ja, also wir haben 2017 auf dem Partisan gespielt im Zelt und soll gut gewesen sein. Also ich habe gelesen, Eskalation, Deluxe. Hat Laune gemacht, ja, auf jeden Fall. Also es war. Ich bin Zeuge, gut. Ich stand vor der Bühne und habe es mir angeguckt. Okay. Das war geil, ja. Es macht richtig Spaß. Es ist ein super Festival, es ist toll organisiert. Also da gibt es eigentlich nichts, wo man drüber meckern kann. Es war super. Dieses Jahr ist halt natürlich Highlight auf der Hauptbühne. Noch geil, ja, geil. Das wird nochmal eine andere Nummer werden. Wir freuen uns da super drüber. Auch, dass wir das zweite Mal kommen dürfen, ist natürlich auch klasse. Sehr ja, cool. aber das ist ja, zeigt ja auch nochmal, ne? Also wie gesagt, überall habe ich auch gelesen, dass der Zeltgig so komplett durch die Decke gegangen ist und also dann wäre ich als Veranstalter ja blöd, wenn ich sage, ja, die waren ganz nett, aber ne, also so, wenn, ich sag mal, wenn die Leute da Spaß dran haben, ja, auch so, und ich konnte nie verstehen, dass so ein Mambo Kurt 30 Jahre lang auf dem Wacken immer wieder das ist, aber wenn die Leute dazu abgehen, gehen sie dazu ab. Ja. Ja, gut, also Wacken ist da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Da hat jeder so seine Meinung für oder zu. Und ich, für mich ist es nichts. Es ist mir zu groß und auch was da so teilweise an was das für Kapriolen schlägt, das brauche ich. Ja, ja. Also ich muss sagen, ich war auch einmal da und aber das Dorf selber, also in Wacken selber zu sein, das macht schon Bock, weil du einfach jede kleine Familie, die da wohnt, sagt, hey, wenn du Bock hast, heute Abend bei uns 22 Uhr Party. Und dann haben die in ihrem Garten hinten, haben die da selber, also sie haben selber dann so kleine Bands gebucht, so irgendwie, die da aus der Ecke kamen. Und dann hast du da dein eigenes Konzert gehabt bei Oma Frieda im Garten, die dir dann das kalte Bier, ja, hol dir selber aus dem Kühlschrank. Also da war ich doch sehr überrascht, dass es noch so familiär zugehen kann, obwohl es ja das, mit eines der größten Festivals auf der Welt ist, ne? Zumindest was Metal angeht. Aber aber so Sachen, dass da irgendwie so ein Bülent Ceylan sein Comedy-Programm abspielt, finde ich Blödsinn. Ja, nur weil er Metal hört, brauchen wir nicht drüber sprechen, glaube ich. Von der ist Partisan, glaube ich, schon richtig, richtig geil. Also ich finde sowas auch, sowas gibt auch Bands, die haben sowas verdient. Ja. Damit zähle ich euch natürlich auch dazu. Ja, weil es gibt auch so Bands, finde ich, die gibt es seit einem Jahr, die haben dann so ihren Hype und die werden dann auf die Bühne gestellt und ich denke so, ihr Wichser, macht erstmal was so. Etabliert euch erstmal und macht hier nicht einen auf, wir sind jetzt hier die neuen Schreihälse und am besten noch mit Autotune und so, da diesen ganzen Metalcore-Kram, auch wenn ich muss sagen, es gibt viele Bands, die ich auch geil finde, weil einfach so sehr, die auch so einen sehr melodiösen Part haben, aber ich finde es immer gut, wenn Bands, die sowas auch verdient haben, so, ja, und die nicht den Plattendeal von Universal in den Arsch gesteckt kriegen, weil Universal denkt, das kommt gerade an und die verkaufen wir jetzt irgendwie 2 Jahre und dann schmeißen wir die wieder weg. Das Problem bei den Veranstaltungen ist doch eigentlich eher das, was da als Headliner seit Jahren über die Bühnen
getrieben wird. Also da siehst du ja, dass wir irgendwie so ein Nachwuchsproblem haben oder ein Headliner-Problem. Ja, ja. Und ja. Das sehe ich eher kritisch. Also wer der da als Headliner präsentiert wird, wo man dann also sagt, man steht da den ganzen Tag und eigentlich soll abends das Beste kommen, finde ich manchmal schwierig, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Also ich habe wann war ich denn in Wacken? Ich glaube 2011 war das. Da war Headliner am Samstag Alice Cooper und Maiden. Habe ich gesagt, boah, ne, also Maiden habe ich ein paar Mal gesehen, aber Alice Cooper habe ich mich drauf gefreut, war auch super geil. Ja. Und ich habe damals kann man schon sagen, 130 € bezahlt. Und das war mir, fand ich schon für meine Verhältnisse damals schon relativ viel für ein Festival. So. Ich weiß, heute kostet das irgendwie über 200. Aber jetzt musst du dir vorstellen, dann kam Maiden und dann haben nicht genug Leute auf den Platz gepasst. Die wurden dann in Außenbezirke in so Zäune gepfercht und haben die so ein Flachbildschirm aufgehangen. Und da konnten sich die Band angucken. Ich sage, Junge, ich hätte alles kurz und klein geschlagen. Ich bezahle auch nicht 130 €, da ich mir in so einem Viehtreiber, in so einem Viehzaun gedünst, da die Band über den Bildschirm angucke. Ja, das, ich sag mal so, das ist ein Problem, das gab es schon viel früher beim Wacken, glaube ich. Ich selber war auch 99 und 2000 mal auf dem Wacken. Boah, da war aber noch geil, ey. Da waren 25.000 Leute da, das heißt, boah, das war so in der Größe. Da war Inflames Headliner, 99. Ja, kann sein. Ich kann mich nicht kann auch erinnern. Sein, dass vielleicht war es doch woanders. Aber das waren halt so die Zeiten, dann konnte ich es mir eine ganze Zeit lang nicht leisten, weil ich studiert habe, ne, und konnte halt nicht aufs Wacken gehen, auch wenn es damals noch deutlich günstiger war. Du musst ja auch da hinkommen, ne? Bier kaufen, bla bla, also es war halt einfach nicht drin. So, und dann war in 2005 tatsächlich ein Kumpel von mir da und hat gesagt, dass er irgendwann gegen Abend, so gegen 6 rum, vom Festival Ground gegangen ist, um was zu essen und wollte dann zum Headliner wieder zurück und ist nicht mehr drauf gekommen. Das wäre der Moment gewesen, wo ich gegangen wäre. Und das funktioniert nicht, das geht nicht in meinen Augen. Ich kann das, also ich will da jetzt auch nicht zu viel irgendwie, weiß ich nicht, Negatives drüber sagen. Also ich sag mal so, so könnt ihr mit Menschen nicht umgehen, das ist der Punkt. Weißt ja, du, genau. Du kannst das nicht machen, egal ob das 10 € sind, ob das 100 € sind oder 200 €. Ich glaube mittlerweile kratzt das Wacken tatsächlich an den 300 € sogar schon. Die sind ganz weit oben dabei, aber das ist auch völlig in Ordnung. Du, also echt, wenn du aufs Wacken gehst, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel du dort geboten bekommst an Bands, guck dir die mal alle auf Tour an, bist du mehr als 300 €. Ja, das steht auch. Das wissen wir. Das wissen wir alle, ne? Aber ihr könnt mit so Leuten nicht so umgehen und lasst sie da nicht drauf. Das funktioniert nicht. Also wenn ihr eine Größe für ein Festival habt, und das ist ja das mega geile, zum Beispiel beim Partisan. Ja? Das Partisan ist ja jedes Jahr so bei ca. 10.000 Leuten, die da hinkommen. Mhm. Und die haben ja mindestens nochmal Platz für nochmal so viel vor der Bühne. So. Würde ich jetzt so mal tippen, so. Da hinten passt noch relativ viel hin. Das heißt, die haben noch ganz, ganz viel Kapazität nach hinten offen. Und das finde ich super, dass da halt auch jeder auf seine Kosten kommt, mal abgesehen davon, dass das Partisan wirklich ein günstiges Festival ist. Ja, jetzt werden dann auch wieder sagen, ja, die sind auch teurer geworden. Leute, alles ist teurer geworden. Genau. Aber das ist der größte Punkt. Wenn ich auf ein Konzert gehe, sei es für 10 € oder für 100, dann möchte ich dort auch reinkommen können. Punkt Nummer 1. Ihr könnt mit solchen Menschen nicht so umgehen. Und das geht jetzt an die ganzen Bands, die dort auf der Bühne stehen. Ja, man kennt ja so Kapriolen aus den 90ern von Guns N' Roses, die so erzählt wurden, ne, dass sie keinen Bock hatten zu spielen und so. Leute, wenn da jemand kommt und hat bezahlt, dann möchte er eine geile Show sehen. So. Und wenn du in einen Club, wenn wir jetzt zum Beispiel in einen kleinen Club gehen, und denken, oh cool, Club, passen 200 Leute rein, es sind aber nur 20 da. Ja, was willst du denn machen? Stellst du dich auf der Bühne und sagst, nee, für 20 mache ich nur die halbe Show? Alter, die 20 Leute haben genauso viel bezahlt, als wären 200 da, jeder einzeln. So, das ist dann doof gelaufen und da macht dann jeder einen Draufleger. Aber Leute, die Leute, die doch da sind, haben doch das Beste verdient. Und das ist genau der Punkt, den ich meine. Lasst uns doch alle mal
gescheit miteinander umgehen. Das heißt, wenn ich etwas bezahle, möchte ich auch vor die Bühne kommen. Thema Wacken, ich komme eventuell nicht drauf oder muss es mir auf einem Flachbildschirm, auf einem Nebengatter angucken, sage ich mal. Das geht ja nicht. Genauso wie eine Band, die dann sagt, nee, für so 2-3 Nasen habe ich keinen Bock, eine richtige Show zu machen. Ich mache nur Halbgas. Geht ja nicht. Genauso wie ein Veranstalter, der sagt, ach nö, hier ist aber alles scheiße, sind gar keine Leute da, ich schick meinen Soundmann schon mal nach Hause und dann klingt es halt scheiße, geht auch nicht, weil das hat keiner verdient. Ja? Ja, ja. Natürlich kommen wir ganz schnell in den Punkt, dass du sagst so, hey, scheiße, jeder hat am Ende des Monats Rechnungen zu bezahlen, ja. Und ob das der Veranstalter ist, da sind wir wieder bei dem Geldthema, ja, das ist halt so. So, und ab und zu machst du halt einen Draufleger, das ist halt auch so. So. Also, wie schon, ich kann entweder, sage ich, ich bezahle für eine Band das, was sie verlangen, oder ich mache es halt nicht. Das ist das eine. Ja, ja. Aber das, was du gerade sagst, ist, wenn ich keine 75.000 Leute auf den Platz lassen kann, dann verkaufe ich keine 75.000 Tickets. Richtig. Ja. Und Guns N' Roses waren auch gerade ein geiles Beispiel. Die wollte ich mir ich habe sie mir für, glaube ich, 8 Minuten angeguckt in Dublin. Damals, ich habe mal ein paar Jahre in Irland gelebt. Und dann waren sie auch wieder mit Axl Rose und so, also in Originalbesetzung. Und ich so, boah, geil. Also, ne, ich habe jetzt nicht erwartet, dass da so eine 90er-Performance von denen kommt, weil Axl Rose ja halt auch völlig kaputt ist. Aber, und dann sind die erstmal, ich glaube, 1,5 Stunden zu spät auf die Bühne gekommen, wo die Leute schon am Boden waren und gesagt haben, so, boah, Alter, so, da hatten die alle schon drauf. Nicht mehr Songs und dann ist es gegangen. So, Konzert vorbei. Ja, kannst dir vorstellen, was die mit der Halle gemacht haben? Du hast gedacht, da sind 500 ostdeutsche Hooligans unterwegs. So sah das da hinterher aus. Deswegen, wie du sagst, also, ne, wenn ich ein Veranstalter bin und ich finde es immer auch sehr fragwürdig, ist mir in Bochum in der Matrix, ist auch so ein relativ kleiner Laden, ganz schlimm, dass die immer so viele Leute reinlassen und dann stehst du so da, du kriegst keine Luft, gar nichts, dann sage ich so, ich kann verstehen, dass man Geld verdienen will. So, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen und ob, wenn das in der Unterhaltungs- oder in der Veranstaltungsbranche ist, dann ist das ja nicht anders. Dann sage ich ja nicht aus Samariter-Leidenschaft, ich verdiene jetzt einfach ein bisschen weniger, weil ich ein geiler Typ bin oder die Leute mich geil finden wollen. Aber wenn es halt so reingepfercht ist, dann finde ich es halt auch echt kacke. Aber wie du schon sagst, deswegen gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe. Spar dir die Kohle, um nach Wacken zu gehen, Gilbert und Partisan, da siehst du halt auch wesentlich geilere Bands. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich. oder so, jetzt, uns. Kommen wir schon so langsam zur Abschlussfrage. Wie würdet ihr in einem Satz einem Alien-Atomwinter beschreiben? Ach du Schande. Martin, willst du anfangen? Nö. Nee, du willst nicht anfangen. Einem Satz. Einem Alien soll ich in einem Satz Atomwinter beschreiben? Mhm. Also Alien versteht logischerweise deine Sprache. Okay, okay. Rein zufällig. Ja. Ach du Feuer. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist tatsächlich schwer. Nein, das ist eigentlich ganz einfach. Ja? Ja. Nee, das so erklären. Ich hätte jetzt gesagt, musst du hören, bevor du diese traurige Welt verlässt. Aber ist das auch ist ein ja Statement. Nicht erklären. Nein, also das sind, weißt du, jetzt könnten wir so Floskeln raushauen, wie das hört sich an, als würde ich einen Panzer überrollen und bla bla bla. Aber weißt du, keine Ahnung, wie würde ich denen das? Also mal abgesehen davon, gibt es Bands auf dieser Welt, die deutlich musikalischer sind als wir? Es gibt Bands auf dieser Welt, die einen besseren Sänger haben als wir, der verständlich singen kann, den du auch verstehen kannst. Nein. Es gibt das alles, aber auf der anderen Seite, weißt du... Florian, es ist viel zu... Er soll eine Platte und die Jogginghose kaufen. Ja, genau, ey. Halt die Fresse, kauf selbst, dann weißt du Bescheid. Und sowas mitnehmen für zu Hause, das ist das Beste.
Ja, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich würde ich ihm sagen, stell dir vor, dein Raumschiff stürzt auf die Erde ab und du bist kurz vorm Aufschlag am Rumschreien. So hören wir uns an. Das ist der Soundtrack dazu. Ja. Das ist der Soundtrack. So. Das klingt cool. Okay, kleine Tradition bei uns. Die Band hat immer das letzte Wort. Von daher werden wir natürlich unter dem YouTube-Video sämtliche Seiten von euch verlinken. Das heißt, ihr habt, glaube ich, auch einen eigenen YouTube-Kanal oder zumindest hat Trollzorn einen eigenen YouTube-Kanal. Aber ihr habt auch, sehe ich gerade, ihr habt auch einen eigenen Kanal. Das heißt, wir werden da natürlich alles verlinken. Bandcamp, wenn es gibt, also alles, wo man halt irgendwie euren Kram kaufen kann. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Freude gemacht. Und mit so einem Nebensatz erfährt man auch, dass Burden of Grief doch noch existieren. Ich weiß. Aber ganz kurz, ihr wart mal aufgelöst. Nein. Eine Zeit lang. Nein. Nein. Nie. Seit 1994 durchgängig aktiv und ich bin seit 2006 dabei. Nie aufgelöst. Nur mal aktiver, mal weniger aktiv. So. Aber hätte ich jetzt mal besser nicht gefragt. Ich hab mich nur noch mehr ins Fettnäpfchen mit Anlauf und so. Ja, aber ganz einfach, wer Atomwinder scheiße findet, ist ein Bastard und damit habt ihr das letzte Wort. Man darf uns auch scheiße finden. Also ich würde sagen, wir bedanken uns erstmal, dass ihr irgendwie auf uns zugekommen seid. Fand ich cool. Nett, dass wir gequatscht haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo treffen. Das wird passieren, definitiv. Das wäre auch super, weil das ist irgendwie das A und O, dass man sich irgendwo mal unterwegs trifft und auch mal live sieht und mal auf ein Konzert zusammen abhängt. Und erstmal vielen Dank für alle, die die letzte Platte möglich gemacht haben, ne? Damit wir überhaupt irgendwas haben, was wir sprechen können. Ja. Genau. Kommt einfach mal vorbei auf ein Konzert und wenn ihr auf dem Konzert seid, kommt am Merch vorbei und wir trinken ein Bier zusammen, weil genau darum geht's. Wir können auch eine Cola zusammen trinken, ist mir völlig egal. Es geht hier nicht ums Getränk, sondern einfach, lasst uns zusammen irgendwie eine Party machen. Lasst uns zusammen auch auf andere Konzerte gehen, was wir auch selber sehr viel machen, woanders hingehen, denn ohne die Leute vor der Bühne gibt es keine Leute auf der Bühne und es spielt gar keine Rolle, ob das Atomwinter oder Sabaton sind. Das lasse ich so stehen. Genau. Okay. Jungs, vielen Dank und bis dann. Ja, gerne. Vielen Dank. Danke. Macht's gut. Danke euch. Ciao. Ciao. Tschüss.